Herzlich willkommen bei Kater und Bike an diesem wunderschönen Morgen. Schon bei meiner Abfahrt in Bazas sind es 21 Grad und es verspricht ein heißer Tag zu werden. Dies ist der Radweg, auf dem ich Bazas gestern bereits erreichte. Auf einer ehemaligen Bahntrasse führt der Weg nun fast geradlinig fernab vom Verkehr nach Süden. Dieser rund 17 Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen Bazas und Capiteu ist hervorragend ausgebaut. Kreuzungen mit verkehrsreichen Autostraßen sind übersichtlich gestaltet. Für den Ausbau wurden natürlich Fördergelder verwendet. Hier würde ich sagen, ist das Geld mal vernünftig ausgegeben worden, indem man diesen Radweg ausgebaut hat. So, diese schöne Muschel hänge ich jetzt mal hier. Das Gebäude auf der linken Seite war vermutlich früher ein Bahnhof. Kilometerweit geht es nun durch dieses Waldgebiet. Dieser Radweg hier aus Bazas raus bis, ich bin jetzt bei Kudus vorbei, bis nach Capiteu, ist einfach Wahnsinn. Es ist schattig im Wald, es ist ein alter Bahndamm und ich habe nur ein ganz paar Mal treten müssen und irgendwie geht er ganz leicht bergab. Ich bin fast nur gerollt bis hier, also richtig klasse. Wenn der ganze Weg so wäre, das wäre super, aber wird nicht sein. Abwechslung gibt es auf dieser Strecke wenig. Auf dem recht sandigen Boden wachsen meist Kiefern und unten ist alles dicht mit Farnbestand. Noch befinde ich mich in Gironde, in wenigen Kilometern dann in Les Landes. Diese Region verwandelte sich früher nach Regengüssen in Sumpflandschaften. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Sümpfe trockengelegt. Die mit Sumpfgebieten oftmals einhergehende Mückenplage ist allerdings geblieben. So, hier ist 2 Minuten Wasserpause. Falls ich es heute noch nicht erwähnt habe, es ist richtig heiß. Und dabei ist die Sonne hinter den Bäumen. Und so knallheiß wird es bis nach dem Mittag. Soll bis zu 38 Grad im Schatten werden. Naja, wollen wir sehen. Ja, das ist das berühmte Holzeichhörnchen von Capiteu. Steht hier direkt an der Nationalstraße, die ich hier gleich überqueren muss. Dann geht es weiter auf dem Radweg. In Capiteu ist heute Wochenmarkt. Der Radfernweg auf der Bahntrasse führt auch über Capiteu hinaus weiter. Allerdings ändert sich ab hier die Wegqualität drastisch. Auch wenn das jetzt voll bescheuert aussieht, aber hier sind so viele Mücken. Ich habe mir das jetzt mal übergezogen und hoffe, dass sie nicht ständig ins Gesicht fliegen. Und diese Piste hier besteht nur aus Querrillen. Dazu kommt das Insektennetz, versperrt auch die Gesichter ein bisschen. Man nicht so genau sehen kann, wo sind hier die Baumwurzeln, wo sind hier die Schwellen, wo sind hier die Querrillen. Na, Querrillen sind hier überall. Also dieser Weg ist nicht leicht. Trotzdem, es gibt keinen anderen Weg. Ich muss hier jetzt erstmal weiter.
Und kaum hältst du mal an für 2 Sekunden, um Wasser zu trinken, und irgendeiner ist hier auch unter meinem Netz gelandet jetzt. Und ich würde mich ganz gern jetzt auf eine Bank setzen, was essen und trinken, aber ist hier nicht in Sicht, also erstmal weiter. So, für kurze Zeit scheint jetzt die Holperpiste ein Ende gefunden zu haben. Ich muss hier jetzt nach links, ich habe noch 11,5 Kilometer bis Bourriaud-Bergoncé und muss jetzt erstmal die Autobahn überqueren. Auf geht's, zumindest ist es hier geteert. So, hier geht es über die fast leere Autobahn. Und hier gibt es nun parallel zur Autobahn eine neue Hoppelpiste. Guten Appetit. Und dazu gibt es ein Stück Käse. Die Schotterpiste auf dem oftmals sandigen Untergrund bleibt auch weiterhin uneben. Endlich habe ich mal wieder Asphalt unter den Reifen. Die Hitze hier auf dem Teerband in der prallen Sonne ist fast unausstehlich. Ich werde mir bei der nächsten schattigen Gelegenheit wieder eine Wasserpause gönnen müssen. Das bin ich dankbar für, diesen schattigen Torbogen hier und den Wasserhahn. Das ist derart was von Schweineheiß, dass ich Wasser verbrauche wie nichts Gutes. Jetzt habe ich gerade 3 Pilgerinnen getroffen und die hatten vorgeschlagen, ich fahre hier zum Friedhof, weil es da ja mal Wasser gibt. Mann, ist das eine Affenhitze heute. Es ist wirklich so unausstehlich heiß. Es ist wirklich so unausstehlich heiß. Unausstehlich heiß. Unausstehlich heiß. Unausstehlich heiß. Das ist der Affenhitze. Das ist der Affenhitze. Das ist der Affenhitze. Dass ich hier eine Dusche nehmen muss. Es ist so heiß, dass ich hier wirklich jetzt auch die Dusche nehmen muss. Mit Kleidung an. Ist so. Das tut gut. Ich glaube, salonfähig ist anders, aber das erfrischt ein bisschen. Also dieser olle Wasserhahn hat mir, glaube ich, den Tag gerettet. Hängen wir hier mal eine Muschel als Dank. Ja. Hat jetzt 5 Minuten gedauert, ich bin schon wieder aufgetrocknet, ich nehme noch eine Dusche. So, jetzt nehme ich noch eine letzte Dusche und dann geht's weiter. Ich wähle die Alternativstrecke über Regence und treffe dort auf eine Stele mit Kilometerangabe. Es sind jetzt nur noch 1000 Kilometer nach Santiago. Trotz der Hitze mache ich noch einen kleinen Abstecher zur Chapelle de Lugot aus dem 12. Jahrhundert. Meine Unterkunft befindet sich etwas abseits vom Pilgerweg in Saint-Gore. Wieder mal habe ich nicht nur eine eigene kleine Terrasse für mich, sondern das Chambre Haute verfügt über einen wunderbaren Pool, den ich ausgiebig nutze. Ich könnte hier auch kochen, aber die Betreiber waren so nett und haben mir bereits Pizza und Salat organisiert.
und ein gutes Frühstück bekomme ich hier ebenfalls. Ja, für heute danke ich euch fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode auch wieder dabei seid. Bis dann!